Überdurchschnittlich häufiges Abschiednehmen in schwierigen Zeiten. So sieht es zurzeit in Sachsen aus. Denn die Corona-Pandemie wütet in dem ostdeutschen Bundesland aktuell besonders heftig. Entsprechend ist die Situation im Krematorium in Meißen, wie der Leiter Jörg Schalldach am Freitag bestätigte. Also wir haben jetzt gerade viel Corona-Fälle. Das ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Das begann eigentlich schon im November des vergangenen Jahres, hat sich bis jetzt fortgesetzt. Und das führt natürlich dazu, dass wir die doppelte Anzahl an Sterbefällen haben im Vergleich zu sonst. Also die normale Sterblichkeit, wo man dann immer mal dran stirbt, ist natürlich diejenige mit Herzversagen, Kreislaufversagen und sonst was. Die sterben ja auch nach wie vor. Und dann gibt es natürlich noch die, die an Corona versterben extra. Und das ist nochmal plus 100%. Ist einfach so. Wir haben eigentlich jetzt eine doppelte Sterblichkeit. Diese Menge an Mehrarbeit ist nur zu schaffen, weil die Mitarbeiter Tag und Nacht durcharbeiten. Viele Menschen verabschieden eine geliebte Person ins Krankenhaus und bekommen dann eine Urne zurück. Das ist keine einfache Situation für die Einwohner Meißens. Hier die Stimmen von einigen Passanten. Es ist nur sehr, sehr ruhig geworden in Meißen. Man muss Verständnis haben für diese Zeit und damit geben wir uns ab und damit befassen wir uns. Es klappt schon irgendwie. Wir hoffen, dass es bald wieder besser wird. Wir halten uns, mein Mann und ich, und sagen, wir machen das, was vorgeschrieben ist, und da klappt das. Die jüngsten Zahlen sind in Deutschland weiterhin sehr hoch. Offiziellen Angaben zufolge wurde am Freitag die Zahl der Infektionen von 2 Millionen Menschen überschritten. Und es gibt im Zusammenhang mit Corona rund 45.000 Tote. Daher will Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Treffen mit den Chefs der Bundesländer bereits deutlich früher als ursprünglich verabredet stattfinden lassen. Und dabei soll dann auch über eine mögliche Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen gesprochen werden.